Arrivederci, Hans. Ich hatte da so einen geilen Traum, ich weiß nicht, ob ich den mal erzählt habe. Stand der tot bei mir im Bett. So, ja, so vor 2 Jahren. Ja, und kurioserweise sah der aus wie mein späterer Urologe. Ich bin in Brasilien, sind die ohne so ein großes Loch und auf 33. USA sind meistens die Singles ohne, haben kein Bildcover. Und hier in Europa haben die meistens ein Bildcover. Also 1000 Varianten davon. Und was natürlich auch zu sagen ist, dass viele Leute gar keinen. Also sie hatten dann bloß mal einen Hit oder sowas und den gab es nur als Single. Also da gab es gar keine LP, deswegen ist es auch nochmal interessant. Also gerade so Ra, Soul, Funk und so gibt es dann manchmal bloß eine Single. Warum man jetzt Singles eigentlich sammeln sollte. Sagt er, du hast aber die Chance wiedergeboren zu werden. Und ich, dann zur Scheiße nochmal und so. Fetter Beat. Und wie gesagt, das sind Maxis, 12 Inches. Sind meistens halt auch nur mit so einem Lockcover. Oder das ist auch ein Picture-Cover. Maxis ist halt, kam Ende der 70er raus. Durch Tom Moulton. Hat irgendwie so ein Edit gemacht für irgendeinen so Disco-Song. Und ist abends halt zu seinem Cutter gegangen, meinte, hier, mach mal auf Single. Der meinte so, wir haben keinen Rolling mehr für Single da. Und er meinte, nimm eine 12-Inch, aber mach dann über die ganze Seite den Track. Ja? Und dann hat er das gemacht und abends hat er den aufgelegt, den Track. Und dann kam ein Typ zu ihm an und meinte so, mach mal die Musik leiser. Weil auf 12-Inch ist die Rille größer, ne? Und ist natürlich auch lauter. Aber ist geil. Die ganze Disco-Bagage. Ich dachte, aber du musst deine gesamten Lebenserkenntnisse und Lebensweisheiten hier abgeben jetzt. Und dann habe ich gesagt, ey, das kann ich doch ja nicht kontrollieren. Ich dachte, nee, ich sage das so jetzt ja nicht, bin ich wach geworden. Der ist auch nie wiedergekommen, der Typ. Bei Maxis und Singles ist es. Also bei Singles, die hatten nie ein Picture-Cover. Wo jetzt die ganzen US-DJs, wenn die jetzt nach Europa kommen, dann holen die sich richtig die Singles mit Cover halt. Ich finde das super. Da kann man tauschen, weiß ich nicht. Auch gar nicht. Also im US-Markt kam dann zum Beispiel, der Interpret hat dann da eine Single rausgebracht. Und hier kam von dem Album ein anderes Lied als Single. Zum Beispiel gibt es vom Lord Finesse, vom ersten Album, hat der hier eine Picture-Single rausgebracht in Deutschland so und da kam gar nichts Single-mäßiges raus in Amiland. Das war so 91 oder so. Das ist halt auch manchmal eine Überraschung, wenn du dann siehst, ach krass, das kam doch als Single, aber in dem und dem Land. Wo hast du denn deine 10 Inches? Was ist das? Na hier die Zwischenformat. Ach, da unten. Geil. LPs. Dann Doppel-LPs, ne? Grauenhaften Boxen, wo auch, weiß ich nicht, 5 oder 6 Platten auf einmal drin sind. Die hört man sich nie an, so, ne? Wenn es erstmal so eine Box drin ist, so. Ist halt, haben die, glaube ich, damals gemacht, so für die Sammler, ne? Steht dann immer im Regal, nie rausgeholt. Horror. Oder manchmal wurden halt auch in den 90ern so Singles gemacht, gar nicht für den Markt, sondern es gab diese Boxen, Musicbox und Jinglebox. Die Singles halt findest du manchmal so auf dem Flohmarkt oder irgendwo. Zum Beispiel von Nas, Nas is Like von 99. Ja. Ganz rar auch und auch teuer. Colored Vinyl halt, ne? Oder Picture Vinyl. Da gibt es auch als Single oder als Maxi oder Album. Die auch so Special-Dinger gemacht. 180 Gramm gibt es halt Vinyl auch. Bisschen extra dick. Oder was sie halt auch viel so ein Magazin hatten, so Flexi
Disc, was ich vorhin meinte. Hip-Hop Beats X-Large Groove Scratch Friendly. Ja. Scratch freundlich. Hört sich gut an.